Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer kleinen Reihe über die Seefahrt um 1500. Heute soll es um das Leben auf dem Schiff gehen. Viel Spaß! Als erstes braucht man natürlich eine gute Crew, damit das Schiff auch anständig gesegelt wird. Wenn man allerdings zu solchen waghalsigen Abenteuern unterwegs sein möchte, wie das Entdecken von neuen Ländern, kriegt man nicht die coolsten der coolen. Jetzt muss das Schiff beladen werden. Als nächstes geht die Mannschaft an Bord. Das Schiff ist jetzt komplett vollbeladen mit Proviant. So vollbeladen, dass absolut kein Platz für zusätzliche Ladung mehr ist. Das Reisen vor 500 Jahren hat etwas anders funktioniert, als es heute der Fall ist. Wenn man heute aufs Kreuzfahrtschiff geht, nimmt man viele Koffer mit, um sich mit den Sachen einzudecken, die man von zu Hause kennt. Die Seeleute, die damals auf das Schiff hier gekommen sind, haben nur die Sachen dabei gehabt, die sie am Körper getragen haben. Keine Wechselklamotten und natürlich auch keine zusätzliche Ladung. Auf den Schiffen war es sogar so eng, dass sich die Mannschaft nachts zum Schlafen auf und zwischen die Ladung legen musste. Auf der See waren Krankheiten ein großes Problem. Nicht, dass es Krankheiten nicht auch an Land gab, aber hier auf See waren es vor allen Dingen die Krankheiten, die durch Vitaminmangel und oder schlechte Nahrung ausgelöst worden sind. Stichwort schlechte Nahrung. Auf diesen Schiffen hier, da gab es natürlich keine Kühlschränke. Das heißt, alles, was man an Nahrungsmitteln mitnehmen wollte, musste vorher haltbar gemacht werden. Fleisch ist beispielsweise eingepökelt worden, also ganz stark in Salz eingelegt worden. Und das Trinkwasser, was man auch zu Beginn der Reise mitnehmen musste, ist mit Essig versetzt worden, damit es sich ein bisschen länger gehalten hat und nicht so schnell brackig und ungenießbar geworden ist. Trotzdem waren Durchfallerkrankungen eher die Regel als die Ausnahme. Ja, und Stichwort Vitaminmangel. Ihr habt vielleicht schon mal von Skorbut gehört. Skorbut ist eine Krankheit, die durch Vitaminmangel, insbesondere Vitamin-C-Mangel, ausgelöst wird. Und der kann man nur begegnen, indem man sich Vitamine zuführt. Wie macht man das? Ehrlich gesagt genauso wie heute, indem man frisches Obst im Besonderen isst. Aber ihr kennt das auch aus dem Supermarkt. Das sieht am Anfang immer in den Obstregalen super gut aus, aber nach kurzer Zeit ungekühlt, zum Beispiel auch im Sommer in der Küche, vergammelt Obst schnell. Das heißt, so ein Obst, das kann man dann vielleicht noch mal 2-3 Tage mit viel Willen essen, aber danach muss man sich eben mit dem Vitaminmangel und den dadurch ausgelösten Skorbut auseinandersetzen. Dieses Problem konnte die Seefahrt bis in die Neuzeit leider nicht lösen. Wie sahen die Schiffe überhaupt aus, auf denen um 1500 die Weltmeere bereist worden sind? Dafür schauen wir uns jetzt das Flaggschiff von Kolumbus, die Santa Maria, an, mit der er 1492 Amerika entdeckt hat. Dieses Schiff war knapp 24 Meter lang, etwa 8 Meter breit und hatte einen Tiefgang von knapp über 2 Metern. Auf diesem Schiff waren aber 40 Seeleute untergebracht. Auf einer Fläche, die heute vergleichbar mit, sagen wir mal, 3 großen 4-Zimmer-Wohnungen gewesen wäre, in denen heute vielleicht Pi mal Daumen 10 Leute leben würden, naja, mit ein paar Möbeln und so weiter. Und ich hatte euch ja erzählt, dass dieses Schiff für die Überfahrt randvoll mit Ladung geräumt worden ist, sodass die Lebensverhältnisse unglaublich beengt waren. Das Schiff wurde von 5 Segeln angetrieben, die an 4 großen Masten befestigt waren. Diese großen Segel hier, die sogenannten Rahsegel, die waren vor allen Dingen für die Vorwärtsbewegung des Schiffes zuständig. Denn in ihnen konnte sich der Wind sehr gut von hinten verfangen und das Boot nach vorne schieben.
Es gab aber an diesem Boot noch ein Spezialsegel, nämlich dieses Segel hier, das sogenannte Lateinersegel. Und dieses Segel war in der Lage, auch Wind, der von der Seite oder sogar etwas von vorne kam, aufzunehmen und in Vorwärtsfahrt umzuwandeln. Wenn euch das Video heute wieder gefallen hat, dann lasst uns ein Like da oder ein Follow.